sexuellen Perversitäten hingegeben. Das ist allerdings hart. Frau Langenecker, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie Sie so einen Film zu und her geht. Ich habe überhaupt nur die Hälfte von all dem verstanden. Also beim ersten Mal schauen. Ich bin überzeugt, am Rudi wäre es nicht anders gegangen. Gesundheit! Meine Heuschnuppe! Oh nein, seit wann? Heute Morgen! Ich habe deine Antihistamintabletten ziemlich sicher eingepackt. So ein Scheiß! Entschuldigung. Ja, mein Mann ist auch ziemlich arm dran. Ja, das kann man vorstellen. Klein mal Kaffee! Nein, ich glaube, das ist ein Irrtum. Lange Nägel, sechs Jahre. Ja, aber wir haben nur zwei Kaffee bestellt. Nein, nein, ganzige. Kaffee, zwei Personen, dreimal, sechs Tassen. Zwei Kaffee! Rudi! Noch zwei dazu? Nein! Das lange, danke. Dankeschön! Ein riesen Durcheinander. Wie eure Partei. So, ich muss. Ja, ja, ihr armen Mitglieder von der Vereinigten Bundesversammlung. Immer im Stress. Ah, oh nein, gar nicht. Ich mache mir heute ganz einen entspannten Nachmittag. Dass ich fit bin für die Debatte. Voilà. Wir sehen uns sicher noch. Nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und, was machst du heute Nachmittag, Schatz? Ich gehe ins Kino. Der neue James Bond. Sagst du, dass die Kaffee aber kein Zucker? Herr Ober! Nein, bist du gut. Das ist im Stand und organisiert ein Camion von Rupperswil. Seht ihr? Ah, Herr Langenecker. Kurt, ist etwa Zeit geworden? Ja, bin ich zu spät? Es ist Viertel vor zwei. Herr Wackel, Sie sind doch nie zu spät. Ah, grüezi, Frau Langenecker. Grüezi. Besonders schick sehen Sie nicht aus, Kurt. Danke. Fürs Bundeshaus. Eher für eine Abdankung. Also, Herr Langenecker. Glauben Sie mir kein Wort. Der Herr Langenecker ist heute ein bisschen nervös. Ein Kaffee? Nein, danke. Oh, was ist denn das? Genug Kaffee für den ganzen Nationalrat. Ist dir auch schon mal aufgefallen, Silvia? Unser Kurt ist immer so verdammt fröhlich. Das müssen wir doch auch sein. Wer sagt das? Der Dalai Lama? Nein, Monika Fasnacht. Hast du meine Unterlagen? Natürlich. Also, wenn ihr von euren Sitzungen redet, dann gehe ich jetzt auf, mich ein bisschen hübsch machen. Das brauchen Sie aber nicht lang. Solche Sprüche sind nicht wirklich karrierefördernd. Das ist ganz eine reizende Bemerkung, Kurt. Also, was haben wir für Termine heute Nachmittag? Am 3 ist Begrüßung ganz zwanglos. Anschließend diskutieren Kommissionsmitglieder die offenen Punkte. Hat der Frau Bundesrätin ihre Anregungen bei Ihnen da dazu geheftet? Gut, stopp, nicht plaudern, jetzt zur Sache. Zur Sache? Ich hab gemeint. Ich wette, dass du mir einen kleinen Gefallen machst. Natürlich, wenn es möglich ist. Es ist. Ich wette, dass du mir da ein anderes Zimmer buchst. Gefällt Ihnen Ihre Suite nicht? Warum? Ist alles in Ordnung? Warum wollen Sie denn zügeln? Ich will nicht zügeln. Ich will ein anderes Zimmer. Vom 2:30 bis 5:30. Oh. Hat es irgendetwas mit Ihrer Frau zu tun? Nein, mit meiner Freundin. Ah, mit Ihrer Freundin. Oh, heitere Fahne, Herr Langenecker. Jetzt fangst du aber nicht an jodeln, gell? Bitte denken Sie an Ihre Position. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ich habe gemeint, Sie haben mit so Spielen aufgehört. Ich bin ein Mensch, Kurt. Mit menschlichen Schwächen, menschlichen Gelüsten. Ich bin wie alle Männer. Einmal die meisten. Aber warum ausgerechnet da im Bernerhof? Ja, wie es perfekt ist, Kurt. Ich wohne ja einen Weg da. Ist doch viel sicherer als in einem anderen Hotel, wo man mich vielleicht will kennen. Und was ist mit Ihrer Sitzung heute Nachmittag? Hätte ich einen anderen können leiten können. Da hocken ein halb Dutzend Kommissionsmitglieder. Herr Langenecker, wenn der Parteipräsident das herausfindet. Unser Parteipräsident hat erst gerade herausgefunden, dass wir vor einem Jahr die Wahlen verloren haben. Aber es ist gefährlich. Das ist ja gerade der Reiz. Ist Bubi-Licht. Du kannst ja die Rezeption bestellen, ein Doppelzimmer. Wieso ich? Ja, ich kann es einmal nicht machen, oder? Also, du checkst ein als Herr Ostertag CEO. Wie? Karl-Heinz Ostertag. Heitere Fahne. Je wichtiger das klingt, umso weniger Fragen stellst. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Dann kannst du es jetzt lernen.
Das heisst, du willst gerne ein schönes Tageszimmer für dich, den Frauenstag. Ah. Ihr seid auf der Durchreise. Ihr wohnt im Wallis, in Leukenbad. Ah. Deine Frau seid noch beim Coiffeur. Und kommt dann direkt aufs Zimmer. Das ist jetzt wirklich keine Sache. Und warum bestellt Ihre Freundin das Zimmer nicht selber? Keine gute Idee. Wieso nicht? In diesem Hotel lungern ein Haufen Politiker rum. Können Sie kennen? Kennen? Ja, keine Angst, das ist nicht der Moritz Leuenberger. Wenigstens das. Nur eine von seinen Sekretärinnen. Was? Ja, Nadine Arnold. Die Arnold? Nein, nein, bitte, wir haben schon genug Skandal. Auf so etwas wartet doch die Weltwoche nur oder die anderen Parteien. Heitere Fahne. Es kann gar nichts schief gehen. Das hat der Marcel Ospel auch gesagt. Bitte denken Sie an unsere Partei und an Ihre Frau. Das Einzige, was ich im Moment daran denke, ist Nadine Arnold. Ich warte schon seit Wochen, Kurt. So eine günstige Gelegenheit kommt nicht gleich wieder. Sie meinen, Sie haben noch gar nie... Nein, wir haben noch nie... Kaffee fertig? Nein! Viel Kaffee? Landlinge! Also los zu, Kurt. Das ist die Nadine Arnold, ihre Nummer. Sie hat sich euch krank gemeldet und wartet daheim, bis du ihre Zimmernummer durchgibst. Also weder Sie noch Frau Arnold sollten so sicher sein, dass ich da mitmache. Ich bin nämlich dagegen. Und das wissen Sie. Muss immer an Ihre Frau denken. Wenigstens einer. Und mach dir keine Sorgen wegen der Frau Arnold, ihrem Mann. Wieso? Der ist nicht da. Nadine ist ein gescheites Mädchen. Sie hat nicht die Skiferie geschickt. So, so. Also reservier das Zimmer, Leute anbringen, sofort den Schlüssel. Der Schlüssel zum Erfolg in dieser Debatte liegt in der Unterstützung von der Hinterbänkler. Und der Schlüssel für die Unterstützung Silvia Schatz. Du siehst ja fantastisch aus. Sie sehen nicht fantastisch aus, gut. Einfach fantastisch. Was so eine Sonnenbrille alles ausmacht? Ja, aber was für eine Sonnenbrille? Weißt du was, Kurt? Es würde mich nicht erstaunen, wenn meine Frau heute Nachmittag ein Rendezvous hat. Aber nicht mit dem James Bond, nein. Während ich an meiner Sitzung Blut schwitze, trifft sie sich mit einem heißblütigen jungen Mann unseres Weiter. Was meinst du, Kurt? Nein, ist doch nur Spass, Schatz. Meine Seele ist treu wie ein alter Bernhardiner. Nur, dass das klar ist. Ich könnte die jüngste Affäre haben. Ich könnte zum Beispiel zweimal in der Woche mit dem Kurt ins Bett. Ja, du schon, aber er nicht. Danke. Jetzt hör mal ewig den Kurt aufziehen. Ich bin sicher, er hat das seine kleinen Abenteuer. Ja, also das ist nicht so einfach. Ich wohne noch mit meiner Mutter zusammen. Das ist ein bisschen altmodisch, wissen Sie. Ja, wenn es nur die Tätigkeit ist, die Ihnen fehlt. Haben Sie heute Nachmittag etwas vor, Kurt? Heute Nachmittag? Machen Sie doch einmal etwas Aufregendes. Laden Sie eine von Ihren hübschen jungen Sekretärinnen zum heißen Nachmittag ein. Da oben in unsere Suite. Heitere Fahne! Nein, ich könnte das nicht. Ja, dort sicher nicht! Du bist im Bundeshaus, ich im Kino. Also Kurt, Sie sind herzlich eingeladen. Ich weiss wirklich nicht, was heute mit dir los ist. Nimm dir einen Kaffee. Bring mir die Frau zum Taxi. Danke, Rüdi. Mach mich dann gerade auf den Weg ins Bundeshaus. Ciao, Kurt. Auf Wiedersehen. Sobald du eingeschickt hast, heute ist der Arnold da wegen der Zimmernummer. Ich laufe einmal um den Block, komme zurück und du gibst mir den Schlüssel. Und nicht vergessen, Karl-Heinz, Ostertag! Kommst du jetzt, Rüdi? Frohe Ostern! Ostern? Ja, ist erst gerade. Wenn Sie das gleich noch anders überlegen. Nein, danke. Das Taxi wartet. Tschüss, Kurt. Tschüss, Kurt. Tschüss, Kurt. Entschuldigung. Frau Jostre. Danke, gleichfalls. Kaffee fertig? Fix und fertig. Alle sexy? Alle sexy. Gut Tag, am Sexy. Noch mehr Kaffee? Nein. Dankeschön.
Entschuldigung. Dir müsst entschuldigen, dass ihr heute müssen warten. Ah, super, kein Problem. Ich hätte gerne ein hübsches Doppelhotel, bitte. Zimmer. Ich hätte gerne ein hübsches Doppel, bitte. Ein Doppelzimmer. Ein Doppelzimmer? Und für wen? Ja, etwa 5 Minuten würde ich gerne anfangen. Ihr wollt jetzt einchecken? Ja. Und für wie viel Nacht? Für 2,5 Stunden. 2,5 Stunden? Ja. Meine Frau und ich sind auf der Durchreise. Also durch Bern. Durch. Wir kommen von Graubünden. Schön dort oben. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach oben. Also ins Wallis. Lützertal, Leukerbad, wunderbar. Hat sie irgendjemand abgeladen? Meine Frau. Bin Coiffeur. Dann macht er ein Haar. Also eine Frisur. Ich checke nie und sobald der Coiffeur meine Frau fertig gemacht hat, kommt sie da hin. Und dann gehen wir sofort ins Bett. Ein Moment, ich hole den Chef. Sie wettet also ein Tageszimmer für heute Nachmittag? Ja. Etwa so. Meine Frau und ich kommen von Graubünden und sind auf dem Weg ins Wallis. Lötschertal. Leutschenbach. Leutschenbach! Meine Frau hat abgeladen. Ich meine, ich habe sie irgendwann abgeladen. Beim Coiffeur. Danke, ja. Ich checke nie und sobald meine Frau da ankommt, ist sie fertig und ich auch, dann gehen wir direkt den Weg ins Bett. Für 2,5 Stunden. Verstehe, geht in Ordnung, kein Problem. Wenn ich noch Ihren Namen dürfte haben. Mein Name, warum nicht? Weihnachten! Wie? Bitte. Ach, gern, Frau Langenecker. Du warst schon halb im Kino, als ich gemerkt habe, dass ihr das ausgedruckte Billett im Zimmer gehabt habt. Das tut mir leid. Wie schreibt man Weihnachten? Entschuldigung. Ja, bitte? Wie schreibt man Weihnachten, Herr Weihnachten? Weihnachten? Wie der Viertig. Welcher Viertig? Herr Weihnachten. Ja, oder Sammy Klaus. Ah, verstehe. Klaus Weihnachten. Ja, genau. Samuel Klaus Weihnachten. Oder kurz, Sammy Klaus Weihnachten. Ist ein bisschen ungewöhnlich, gell, Sie? Ja. Samuel Klaus Weihnachten. Könnten Sie sich pressieren? Ich will so schnell wie möglich mit meiner Frau aufs Zimmer. Selbstverständlich. Ihre Adresse bitte? Graubünden. Graubünden? Was kennt mich? Ich bin ein Höchsttier dort oben. Es tut mir leid, ich brauche die ganze Adresse. 24. 24. Hauptstrasse. Hauptstrasse. Graubünden! Wo im Kanton Graubünden? Bischofszell. Bischofszell ist nicht in Graubünden. Also ich nur mal testen. Wie finden Sie Davos? Davos. Sie da noch bitte wieder unterschreiben? Natürlich. Besten Dank. Ich zeige Ihnen jetzt gerade Ihr Zimmer. Nein, ich finde den Weg schon. Entschuldigung. Ja, bitte. Ist das Ihre Aktenmappe? Oh ja, danke. Ah nein, die muss jemand anderem gehören. Normal, das ist meine. Ja, aber das sind ja gar nicht Ihre Initialen. K.A. Ihre wären doch SKW.
Eskavas. Samuel Klaus Weihnachten. Ach so. Ja, ja, habe ich Ihnen das nicht gesagt? Ich bin Doktor. Doktor? Kantonsarzt. Doktor Weihnachten von Graubünden. Die Haltung vom Bundesrat ist viel zu unentschlossen. Aber man kann ihn gleich nicht für jeden Sexshop im Land verantwortlich machen. Na, der eine oder andere schon. Wir sehen euch später. Wir können ja mal ein Käferchen nehmen miteinander. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ich hab's gefunden. Ja. Das Kinobillett. Ah, oh, fein. Danke, einen schönen Nachmittag. Also. Das ist jetzt auch noch der Beste. Dankeschön. Haben Sie die Telefonnummer vom Kino Metropol? Vom Metropol? Auf dem Ausdruck der Billett steht gar nicht, wenn der James Bond anfährt. Ich bin nicht mehr sicher, ob am halben dran drei. Ja, da können wir nur geschwind in der Zeitung schauen. Entschuldigung. Dürften wir geschwind etwas in Ihrer Zeitung nachschauen? Nur für ein Moment. Frau Langenecker würde gerne einen Blick ins Kinoprogramm werfen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Das Kinoprogramm steht auf der zweitletzten Seite. Kino Metropol, James Bond, 14.30 Uhr, 17.30 Uhr und 21 Uhr. Steht vielleicht auch, wie lange die Vorstellung dauert? Nein. Aber an der Kasse können Sie das sicher sagen. Steht dort Telefonnummer? Kino Metropol 031 724 1584 oder Ticket Hotline 0866 55 22. Bitte ziehen Sie die Nummer von den anderen Kino oder wo der James Bond läuft. Nein, danke vielmals. Aber ich habe gerne geschwind für Sie anrufen, Frau Langenecker. Nein, nein, danke. Kann ich für Sie noch etwas tun, Herr Dr. Weihnachten? Nein. Und Ihre Frau, Frau Dr. Weihnachten, kommt dann direkt in Ihr Zimmer. Ja. Fein. Ich kann alles erklären. Das müssen Sie doch nicht. Sie haben sich einfach anders überlegt, nach dem heißen Nachmittag. Habe ich. Aber Sie haben ein anderes Zimmer gebucht. Ja. In unserem, das wäre dann doch fast ein bisschen too much gewesen. Ja. Und unter was für einem Namen sind Sie da abgestiegen? Dr. Weihnachten. Ich habe ja immer gewusst, Ihnen steckt mehr, als man vermutet. Ja. Wer ist denn die Glückliche? Sie! Herr Langenecke? Ah, ja! Ich erwarte einen alten Freund von mir. Er sollte heute ankommen. Herr Karl-Heinz Ostertag. Ostertag? Gesundheit. Danke. Ein flotter Kerl, der Karli. Ich wollte ihm einfach geschwind Hoi sagen. Es tut mir leid. Was? Wir hatten drei alle weh diesen Morgen. Aber Käse auf einen Ostertag. Voll Trottel! Wie? Nicht sein. Mein Freund Ostertag. Ich muss genau telefonieren. Bin der Weit so gut sein? Merci, ich mach es draussen. Mein
Verhalten von voran. Das kannst du mir doch erzählen, Kurt. Sie brauchen sicher ein bisschen Zeit. Nein, überhaupt nicht. Ich weiss genau, was ich mache. Wenigstens jemand von uns. Präzise, so muss es sein. Spontan, unüberlegt, wahnsinnig. Aber nicht selbstmörderisch. Weißt du was? Ich gehe jetzt rauf, nehme ein Nachthemd für ihn. Ganz sexy. Nur für dich. Nein, danke, ich habe immer Pyjama. Nein, das ist doch nicht nötig. Es dauert nicht lang, Kurt. Nicht, Sie kennenzulernen, Herr Dr. Weihnachten. Und einen anscheinenden Aufenthalt zu Bern, Herr Doktor. Nein, warten Sie. Das gibt einen grauenhaft. Etwas nicht in Ordnung, Herr Doktor. Nein, nein. Alles im grünen Bereich. Wir bringen Ihre Frau auf ihr Zimmer, sobald sie da ist. Ja. Nein! Die habe ich ganz vergessen. Sie will nicht gebraucht werden. Nie nicht hier. Sie kommt direkt aufs Zimmer. Sie sagt auch nicht grüezi. Ihnen nicht und überhaupt niemanden. Durch, rauf, rein. Ins Bett. Sie ist Shampoo. Aber nur mit mir natürlich. Sonst ist sie eher schüch. Menschen schüch. Agrokultur. Phobie. Angst vor Menschen. Ja, hat sie schon seit Jahren. Ja, dann gehe ich jetzt rauf in mein Zimmer. Sie ist denn um Himmels Willen? Ich will ein anderes Zimmer. Ja, aber Sie haben ja ihr es noch gar nicht gesehen. Ich will sie gar nicht sehen. Sie ist die Nummer. Was ist mit der Nummer? 650. Richtig. Zweite 650, was ist nicht gut? 650 ist in der Nähe vom 648, oder? Gerade nebendran. Das ist nicht gut. Der Herr Langenegger ist in 648. Richtig. Viel zu nahe. Was ist zu nahe? Der Langenegger auf halb für mich kann das sicher nicht ausstehen. Kennen Sie denn den Herr Langenegger? Nein. Und ich wollte ihn gar nicht kennen. Der hockt doch im Nationalrat. Ja. Also, ich weigere mich, neben dem Typ zu logieren, der mitverantwortlich ist für die teuren Fränkler-Marken. Es tut mir leid, wir haben kein anderes Zimmer. Im Übrigen möchte ich Sie darum bitten, egal was Sie vom Herrn Langenegger politisch halten, ihn während Ihrem Aufenthalt in unserem Haus nicht zu belästigen. Astriba, wo bist du auch gewesen? Gott sei Dank. Nadine ist auch durchbesetzt. Hast du sie vermischt? Nein. Aber das Zimmer hast du gebucht. Ja, aber stell dir sich vor, 6,50. Was? Das ist ja wahnsinnig billig. Zimmernummer 6,50. Ja, da kann man halt nichts machen. Heiter, Fahne, Herr Langenegger, bitte blasen wir die ganze Sache ab. Es wäre besser für alle. Was ist denn los, Kurt? Du gehst jetzt zu ins 6,50 und bestellst eine Flasche Champis und ein bisschen Lachs. Bring jetzt kein Bissen runter. Ein Knöpf für dich. Sie haben keine Ahnung, wo das alles wird enden. Oh doch, mein Lieber. Im Bett. Im absoluten Chaos. Irgendetwas nicht in Ordnung, Herr Nationalrat. Nein. Nein. Das war schaurig Freude, ihn wiederzusehen. Das ist mit all dem Busenfreund, den ich so sehnlich erwartet habe. Ist das? Ja, ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht. Nicht? Nein. Oh. Das wollte ich Ihnen gerade erklären. Wir haben uns noch nie gesehen. Amir. Das habe ich Ihnen doch erzählt, gerade vorher. Dann sind Sie nicht der Karl-Heinz Ostertag von Leukerbad. Nein, ich bin der Samichlaus Weihnachten von Graubünden. Ja, ich habe gedacht, Sie seien ein bisschen überrascht. Ich bin erschüttert. Er ist das Bauernebenbild vom Karl Ostertag. Wieso? Ja? Samichlaus Weihnachten. Und ich habe dem Direktor schon gesagt, dass ich sehr beunruhigt bin, dass er mich Weihnachten neben Ihnen Langenegger untergebracht hat. Er glaube ich, wie ein Dick mit Politikern. Wahrscheinlich als Kind ein bisschen zu viel am Kopf tätschelt worden. Nicht mit Ihnen plaudern zu haben, vielleicht sehen wir uns ja mal am 6. Läuten Sie einfach an der Rezeption an, wenn Sie wieder so belästigen. Danke. Habe ich etwas vergessen? Was? Muss ich Ihnen etwas sagen? Über mich? Ich bin Doktor. Ja, ich. Doktor.
Ich, K.A., Kantonsarzt. Ja! Der beste Doktor vom ganzen Bündnerland. Ich. Sie haben nicht vergessen, seinen Freund etwas über mich zu sagen. Weihnachten ist in Ostern, ist Lisa schon lange vorbei. Sie müssen nicht pressieren mit dem Fonds. Ich habe noch ein paar Sachen zum Auspacken, aber dann stelle ich Ihnen eine gründliche Diagnose und ich befürchte, die könnte tödlich sein. Stehe ich echt das alles überhaupt durch? Ja! Der ist meine Pressant. Nummer 9, Herr Dr. Weihnachten. Pardon, Signora? Ja? Il luge, todo bien? Ja, ja, bitte. Il lufte es las, immer? Ja, danke. Rezeption? Grüezi, Langenegg, aus Weite 648. Ich habe unten gerade mit einem anderen Gast plaudern. Dr. Weihnachten, könnten Sie mir auch seine Zimmernummer geben? Danke. 650. Das ist doch gerade neben dem 648, oder? Nichts. Ist einfach praktisch, wenn man eine Tochter in der Nähe hat. Tuchli Wessle? Wie? In Badesimme. Ja, danke. Roomservice, Weihnachten, Zimmer 650. Nein, Doktor, Weihnachten. Bitte bringen Sie eine Flasche Champagner. Marke? Die vom Haus. Und Lachsgeräusche für zwei Personen. Doktor, Weihnachten, Suite 650, danke. Ja! Tranquillo! Pardon, Signor! Ja? Sie? Sie, neues Gast von 70? Ja. Doktor Weihnachten! Ja. Und Frau Weihnachten? Ja. Nur Nachmittag? 2,5 Stunden. Duchli Wessle? Wie? In Badesimme. Ja, danke. Aber Sie marschieren jetzt da nicht den ganzen Nachmittag innen und raus. Nein! No. Hallo? Herr Weihnachten. Ja? Wer ist da? Frau Weihnachten. Frau? Oh, hallo! Ihr Telefon war andauernd besetzt. Ist es? Sind Sie schon im Hotel? Ja. Gut, also, kommen Sie sofort auf die zweite 650. Ja. Und sobald Sie da sind, machen wir wilden, hemmungslosen Sex. Nicht wirklich. Was denn du Schlimme? Sobald Sie da sind, ja, gang ich. Du bist furchtbar. Wo sind Sie überhaupt an der Rezeption? Nein, das wird 648 natürlich. Gut. Also, was? Im 648? Ja. Ja, aber das dürfen Sie nicht. Wie? Wie sind Sie überhaupt nicht reingekommen? Einfach reingegangen. Ja, aber im Herr Langenegg ist seine Frau. Ja, das bin ich. Eben. Und... Ich mache jetzt Laufzimmer. Das
machen wir selber. Nies machen Bett? Sie bleiben nicht lang. Wir, Herr und Frau Weihnachten, rein, raus. Ich sei Speedy Gonzales. Arriba, arriba, andere, andere! Ah, sie! Sind Sie da schon lange nicht? Natürlich, Kurt. Aber ich habe nur noch ganz ein dünnes Nachthemd an. Sie werden sich verfehlen. Sind jemand gekommen? Stell dir das mal vor! Was ist? Das glaubst du ja nicht! Was? Lass dich nicht besetzt! Nein! Psst. Wieder mal der Letzte! Kommt! Was ist denn das? Telefonieren? Mit wem? Zimmerservice für Sie! Dankeschön! Das klingt ja alles ganz appetitlich. Wie? Die kleinen Schleckereien. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit. Der Dr. Weihnachten hat es nicht pressant. Und garnieren Sie es vielleicht mit ein bisschen Zitrone. Nicht pressant. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, das ich sagen soll. Bitte sagen Sie es ab. Alle Vorzeichen sind gegen Sie. Nein, das ist komisch gegen mich. Ja, Nadine sitzt jetzt daheim. Meint, ich hätte sie vergessen. Rezeption? Ja, können Sie einen Velokurier mit einer Nachricht neben dir schicken? Wunderbar. Also, Arnold Junkernegasse 17. Und Nachricht folgende: Telefon außer Betrieb, Netzstörung. Ausrufezeichen. Kommen Sie sofort ins Hotel Bernerhof, Suite 650, Karl-Heinz Ostertag. Aber sofort! Nein, Weihnachten! So lange kann ich nicht warten. Einen Moment bitte. Wir sind nicht der Karli Ostertag, wir sind der Sammy Klaus Weihnachten. Na ja. Andere Zeitunterschrift. Ja, nicht Ostertag, sondern Dr. Weihnachten. Uns pressiert. Danke. So, wo ist der Zimmerschlüssel? Da. Gut, du wartest noch einen Moment, bis ich zurück bin. Wo wollen Sie denn hin? In mein Zimmer noch wieder. Nein! Ich wollte mein Pyjama anlegen. Nein! Sie können doch nicht im Pyjama auf dem Gang umeinander laufen. Als Nationalrat. Ach ja, hast recht. Ja. Gang du über und hol's. Ja. Nein! Ich sehe auch nicht im Busi auf dem Gang umeinander laufen. Ja, du sollst es denk nicht anlegen. Gott, bist du nervös? Und ich meine, du hättest etwas mit der Frau von einem anderen. Gesundheit. Mein Heuschnupfen. So etwas plötzlich. Meine Tabletten mit irgendjemandem hat dann im Bad sein. Ich alles. Danke. Raus! Raus! Scheibenmucke. Du bist nicht so schlau, wie du meinst, Kurt. Wie? Oder wie willst du denn ins Zimmer 648 hineinkommen? Klopfen? Ist aber niemand drin. Da ist der Schlüssel. Es wird immer schlimmer. Vergiss meine Tabletten nicht. Tabletten, und ja. Pyjama. Pyjama. Champagne und Lachs, Dr. Weihnachten. Die Dame auf dem Gang, im Nachthemd. Ah, ich komme. Sie lange. Fut. Gut. Sie Dr. Weihnachten? Ja. Bitte um das Liebe. Slüte. Frau Langenecke, bitte bleiben Sie auf Ihrem Zimmer. Was? Rausgeschlossen? Ja, aber wo sind Sie denn jetzt? Woher soll ich wissen, wo das Wäschkämmerli vom Zimmermädchen ist? Sie sollten wirklich nicht auf dem Gang umeinander spazieren, im Nachthemd. Nein, Sie kommen jetzt nicht zurück dahin. Ich gehe jetzt über in 648 und los rein, ich habe einen Schlüssel. Woher? Ihre Mann? Ihre Mann? Ihre markante Verstand hat natürlich wieder mal recht, Frau Langenegger. Ich habe keinen Schlüssel. Klär mir den Generalschlüssel aus vom Zimmerkenner. Nein!
Entschuldigung, Sie wollen Ihren Eiswürfel für Sie übernehmen? Ne? Nein, danke. Sie bitte um das Liebe. In einer Minute, ich bin gerade zurück. Bis mal. Da bin ich. Ja, stellen Sie nicht umeinander. Bringen Sie das Zeug dort rein. Champagne? Schlafzimmer? Sie können abmarschieren. Nein, Dr. Weihnachten muss um das Liebe. Hm? Nein, Dr. Weihnachten muss um das Liebe. Er sagt, ich soll warten. So, so. Also. Er ist aber klar. 6-4-8. Ja, ich weiß. Sie mal von 6-4-8? Nein, bin ich nicht. Sie nix? Lange Nägel? Nein, ich nix lange Nägel. Nach Mittagessen in Lobby. 7-6 Kaffee mit Frau. Nein, hab ich nicht. Mit Frau? Hab gar keine Frau. Nix lange Nägel? Nix Frau? Nein, ich da. 6.50 Karli Ostertag. Karli Oster? 6.50 ist Weihnachten. Na ja, mit teilen. Teilen? Das Zimmer. Dr. Weihnachten ist mein Freund. Ah, Freund. Einfach gute Freund, verstanden? Klar, verstanden, gute Freund. Aber Sie sehen genau aus wie 6 Kaffee mal mit Flau. Da kommen Sie ganz ja nicht unterschreiben. Weihnachten, Ostern. Ist doch Hans was Heiri? Oh ja, das lange für Hans und Heili. Dankeschön. Ja, was treibst du eigentlich so lang? Ich komme gerade, ich habe das Bischof nicht gefunden. Jetzt aber Dali! Was? Oh, Tablette. Du lässt das Zeug anfertigen. Ich mache wirklich, was ich kann. Da. Pyjama, Finken, Morgenmantel und da der Zimmerschlüssel von nebenan. Hast du meine Tabletten? Ja. Da. Danke, Kurt. Du bist ein echter Freund. Ja, wir stehen das näher, als ich denke. Ja, dann ist ja gut. So, und jetzt? Marsch für die Arbeit. Hä? Ab ins Bundeshaus. Du musst mich doch bei dieser Sitzung entschuldigen. Ach so, ja. Bringst du denen deine Unterlagen und wo hast du eigentlich deine Aktenmappe? Oh. Ich glaube, die habe ich denen liegen. Da ist der Schlüssel. Geh über und hol sie. Soll ich wirklich? Natürlich! Und der Schlüssel ist an der Rezeption. So, komm, Ladin. Ich bin parat. Mensch! Sprung macht Hans so viel Spaß wie mir. Spaß? Also ich habe ein riesiges Audi. Und ich einen Nervenzusammenbruch. Entspann dich. Komm mit. Wohin? In deine Suite nebendran. Nein, ich gehe mal voraus, allein. Wieso? Ich will schauen, ob alles tiptop ist. Muss alles perfekt sein. Der Champagner kalt, das Zimmer warm. Und ich heiß. Gell, du hast so etwas noch nie gemacht. Sieht meine ganz so aus. Dummer Bub, komm! Nein, Sie müssen da bleiben, bis ich anrufe. Und wenn ich nicht anrufe, ist es, weil ich tot umgekehrt bin. Kurt! Das wäre durchaus möglich. Einer von uns muss jetzt die Initiative ergreifen. Wenn wir hölzeln. Entspann dich. Oh, ich bin entspannt. Ich bin so etwas von entspannt. Etwas Entspanntes gibt's gar nicht. Gut. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Wir sind da.
In dieser wunderhübschen Suite. Ganz allein. Wir müssen gar nicht zu dir rüber. Nein, aber ins Bundeshaus! Vergiss Bundeshaus. Du gehst jetzt ins Schlafzimmer, ziehst dich aus und ab ins Bett. Ja, ich glaube, so können sie mich im Bundeshaus einen Weg nicht brauchen. Geh nach dir parat. Ich rufe den Zimmerservice an. Kurt? Ja? Sie sollen eine Flasche Champis bringen. Eiskalt. Mit Eiswürfel gibt es ganz lustige Spiele. Ja. Langenecker, Suite 648. Bringen Sie bitte eine Flasche Champagner. Tönt ausgezeichnet. Und ein Dutzend Austern. Danke. Kurt? Ja? Der Champagner ist bestellt. Und Austern. Durchgehen anfangen. Kurt? Ja? Ich nehme noch schnell ein Bad. Aber nicht, dass bei dir der Dampf ausgeht. Nein, nein, ich lasse es einfach weiter köcheln. Die Tabletten wirken einfach nicht. Kurt? Ja? Würdest du mir nicht bitte den Rücken waschen? Natürlich. Und keine Angst, ich güchsle nicht. Lass mir eine Karriere. Persönlicher Sekretär. Gigolo. Und jetzt ein Badmeister. Seltsam. Ja, was ist denn? Sag es mir mal! Ah. Nadine! Ich habe deine Message bekommen. Und schon bin ich da. Wunderbar. Ich hätte dich nie gekannt. Das war ja die Idee. Gescheites Mädchen. Man weiß ja nie, wer da so rumlungert. Allerdings, Monika Brucker wohnt auch hier im Hotel. Die alte Giftnudler. Die kennt mich sicher. Die war erst letzte Woche wieder mit Moritz, wegen einem neuen Gesetz. Die nächsten paar Stunden kannst du Moritz vergessen. Und den Max auch. Ah ja. Und wer bist du? Die Witwe Bolte. Oh, bist du verkältet? Nein, Heuschnuppe. Und die blöden Tabletten nützen einfach nichts. Normalerweise helfen die sofort. Ein Amphetamin? Nein, Antihistamin. Aber da steht Amphetamin. Der Asli war der Idiot! Die sind gegen Depressionen. Die hat es mir verschrieben, wo die Linken die letzten Gemeinderatswahlen gewonnen haben. Das sind ja noch kleine Aufputscher. Eine schadet sicher nicht. Ja, eine? Kannst du etwas halb Dutzend genommen? Was? Das kann ja heiter werden. Wie fühlst du dich? Ja, fantastisch! Ich gehe gleich schneller meine Suite nebenan und hole die richtigen Tabletten. Du und deine Frau logieren aber nicht gerade im Zimmer da rein. Ja, das haben wir auch am meisten mal zu verdanken. Der Schlüssel vom 648 hat er auch mitgenommen. Und jetzt? Nimm dir etwas zu trinken. Im Schlafzimmer hat es Champagner. Ah, geil. Champagner ist das Einzige, was ich nicht widerstehen kann. Bis jetzt. Ah. Ja, rede ich mit meinem sehr sympathischen asiatischen Zimmerkellner. Wunderbar. Ja, da ist der Ostertag. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mich auch geschwind könnten, die zweite 648 reinlassen. Ja, ich weiss, dass das nicht ganz korrekt ist. Aber ich habe Ihnen doch ein rechtes Trinkgeld gegeben. Ja, für den Arzt. Sie hat doch einen Generalschlüssel. Wunderbar. Was das Trick für den Heili? Ja, komm jetzt, jetzt ist 6,50. Rudi! Wow! Du siehst ja absolut fantastisch!
Arme Herr Langenecker. Alkohol und Tabletten. Ich werde im Schlafzimmer rumfliegen. Hauptsache, du weißt, wo landen. Du hast jetzt deine Tablette und ich gehe schnell unter die Dusche. Oh ja, und dann komme ich zurück und tue dich einsäufen. Aha, in dem bist du ja Spezialist. Herr Roster? Ja. Haben Sie den Schlüssel? Ja, bitte. Deinen Nahschlüssel. Okay. Dankeschön. Wo ist Flünd Weihnachten? Ja, der ist kurz weg. Sie lädt mich jetzt ins Mitte nebendran. Los! Sie auch gute Freunde von Simon nebendran? Ja, ja, ich überall gute Freunde. Zäufer wäre parat. Entschuldigung! Frau, wie lachte? Ah! Ja. Doktor hat Frau? Ja. Sie Söhn? Ja. Doktor sehr vielseitig. Sie wirklich gute Freund für sechs Jahre? Ja, ja, Herr und Frau Langenecker, sehr gute Freund. Sie gute Freund für Hell oder Frau Langenecker? Kümmern Sie sich völlig schon wieder ins Zeug. Sie könnten den Champagner schon mal rufen. Nur eine Frage aufs Mal, bitte. Kurt, gib mir Antwort. Ich bin da in Ihrer Suite, in Ihrem Badzimmer, in Ihrem Badtuch. Das sehe ich alles. Ja, ich habe ja gesagt, Sie sollen nebenan bleiben. Ach, was machst du in meinem Badzimmer? Blut. Wie? Ja, warum bist du nicht im Bundeshaus? Bin zurückgekommen. Für was? Zum ins Badzimmer gehen. Da ist noch jemand drin. Ja, darum bin ich zurückgekommen. Habe eine Verabredung gehabt. Von was zum Teufel redest du eigentlich? Von einer Verabredung mit jemandem. In meinem Badzimmer? Ja. Du hast eine Frau da drin. Nein. Im Gegenteil. Gegenteil? Es ist ein Mann. Ein Mann? Ja, kennen Sie doch einen Mann. Ein junger Mann. Ein junger Mann. Ein Freund. Was zum Teufel machst du mit einem jungen Mann in meinem Badzimmer? Sie wissen doch. Was? Hey, ja. Du meinst? Ja. Du! Ja! Ich weiß wirklich nicht, was ich soll sagen. Ich meine, das ist schon ein bisschen dick, oder? Du hast es ständig ein in meinem Hotelzimmer. Ich habe ja gesagt, Sie sollen nebenan bleiben. Na, jetzt kapiere ich erst, warum. Er wird ungeduldig. Ja, ich habe ihn gerade eingeschummelt. Ich rede gerade mit dem Herrn Langenecker. Mein Name hat ja eine unglaubliche Wirkung. Ja, er weiß natürlich, dass er nicht sollte da sein. Wer ist das überhaupt? Wer? Dein junger Mann. Wer ist er? Einfach ein junger Mann. Einfach ein junger Mann. Ja. Der Teddy. Teddy? Ja. Und woher kennst du den Teddy? Vom Bundeshaus. Was? Ja. Kann ich das Teddybärli übernehmen? Nein. Er ist kein grosses Tier. Sondern? Weibel. Wie?
all meine Kalmiere. Du hast eine schwule Affäre mit dem Weibel von der Kalmiere? Ja. Und der ist in meinem Badzimmer? Ja. Trägt er dir auch die Akte? Nein. So, du gehst jetzt zurück ins Bundeshaus. Und der Teddy ist eh da. Aber vorher wärst du vielleicht noch so gütig und würdest den Teddy fragen, ob er mir meine Heuschnuppentabletten für uns geben würde. Aber die habe ich Ihnen doch schon gebracht. Das waren Aufputschtabletten. Heitere Fahne! Zum Glück haben Sie noch keine genommen. Ich habe schon etwa ein halb Dutzend. Oh nein, wie fühlen Sie sich? Explosiv! Hol meine Heuschnuppentabletten! Excuse you, Teddy! Zimmerservice! Was bringen Sie denn da? Champagner und Austern! Ich habe das nicht bestellt! Nein, Sie 6,50. Was? Ah ja, ja, das für 6,40. Ausgeschlossen! Oh ja! Der Teddy hat schier den Schlag getroffen. Das Mal habe ich die richtige. Hast du Champagner und Austern bestellt? Nein, Herr Dr. Weinert, der für 6,50. Ja, das weiß ich! Und Austern für 6,40. Das hat wahrscheinlich der Teddy bestellt. Der Teddy? Wie kommt dann dieses lustige Weibli dazu? Entschuldigung, bitte. Was ist? Wer ist Teddy? Was? Was für ein Teddy bestellt Champagner und Austern? Teddy ist im Freund. Teddy, Ihre Freund? Ja. Er, Ihre Freund? Ich sehe Flüntle. Ich nix verstehe. Na, da sind Sie nicht der Einzige. Sie beide Helle von 6,50 Knabbertler. Ja. Sie Weihnachten? Ja. Und Sie Ostern? Ja. Wenn Sie Weihnachten und Ostern von 6,50, wieso Sie da in 6,40 mit beiden keine Kleider? Gott, Sie Schießdreck an. Sie nix so mit mir sprechen. Verschwindet Sie. Und wenn um das Lied lackig? Ja, schick sie doch den Kalmire. Dankeschön. So, ich gehe mir jetzt zurück und kümmere mich um Nadine. Ah, Nadine ist ho, also? Ja, aber nicht dank dir, du in dir an Gandhi verschnitt. Hallo. Das war knapp gsi. Na, grau auf. Der Rudi, ins Bundeshaus. Ja, aber dann könnt ihr zurückkommen. Ja, wir haben den ganzen Samstag alle Hände voll zu tun. Ja, man kann dem auch so aussagen. So, Küde. Und was machen wir zwei jetzt? Ich glaube, jetzt ist es für endgültig aus. Dann müssen wir halt wieder ein bisschen einheizen. Oh! Hast du deine Tabletten? Ja, und einen Schock. Wieso? Der Rest ist in meinem Badzimmer. Ah ja? Und schaue mir gerade einen Weibel vom Bundeshaus ein. Ich hänge noch geschwind, bitte nicht stören, darf ich die Tür. Meinst du das? Absolut. Ist der Herr oder Frau Langenecker da? Nein. Darf ich dann fragen, was Sie in dem Zimmer machen, Dr. Weihnachten? Ich befürchte. Nein. Ärztliche Schwiegerpflicht und so Zeug. Dr. Weihnachten. Psst. Dr. Weihnachten. Einer von meinen Kellner war gerade bei mir gewesen, mit mehreren Beschwerden. Er soll doch morgen Morgen zu mir in die Sprechstunde kommen. Soweit ich es verstanden habe, hat es etwas mit zwei von ihren Freunden zu tun. Teddy und Carly. Ja, der Teddy und der Carly. Zwei Freunde. Ich glaube, ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich da mit Ihrer Frau angemeldet haben. Ah, danke. Sie ist nebendran. Dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie wieder zu ihr zurückgehen. Wir haben gerade ein bisschen gekifft. Jetzt? Es war sogar eher ein richtiger Streit. Sofort. Sofort.
Ich glaube, ich habe mich rausgeschlossen. Ich habe einen Schlüssel. Heiter von ich hab noch in den Rücken geschwommen. Danke, dass Sie mir aufgemacht haben. Oh Gott, da ist er wieder. Ja, ja, da bin ich wieder. Zum Glück sind Sie da. Der Wahnsinnig da hat mich kidnappen. Der Dr. Weihnachten. Ja, zuerst lässt er mich in seine Suite rein und dann sperrt er mich ins Badzimmer. Ist das wahr? Und ob? Er hat mit mir über Zustände im Bundeshaus diskutieren. Besonders über die Weibel, die überall umeinander weibelt. Haben Sie den Herrn Langenegger in Ihr Badzimmer eingesperrt? Ja, ich glaube schon. Komm, komm, du musst ihn abdrehen. Hey, lassen Sie mich los! Gehen Sie wieder rein! Los! Zurück! Und geben Sie mir meinen Morgenmantel zurück! Und stellen Sie sich unter die kalte Dusche, Madame! Wer um alles auf der Welt ist das gewesen? Das ist Ihre Frau? Frau Weihnachten? Ja gut, dass Sie gekommen sind, sonst hätten die mich noch vergewaltigt. Ja, ja. Und natürlich, die ist genauso pervers wie er. Nachdem er mich eingesperrt hat, ist sie gekommen, hat sich alle Kleider von mir gerissen und mich gezwungen, sie einzuhäufen. Ja, sagen Sie einmal. Und was ist das? Ja, ja, die hat er angehabt, die mich geschnappt hat. Irgendetwas da dazu zu sagen. Schon das eine oder das andere. Nein, bitte. Der Doktor ist offensichtlich ein bisschen gestört. Überlassen Sie, wie seine Frau, überlassen Sie die beiden mir. Nein, nein, ich lasse sie sicher nicht da. Stellen Sie sich einmal vor, wenn er wieder ausrastet. Ich bin nicht ausgerastet. Herr Doktor, Sie bleiben schön da. Und ich bringe Sie über auf Ihr Zimmer. Aber das ist doch nicht nötig. Sitz! Nach Ihnen, Herr Langenicker. Aber ich habe einen nicht aufgeräumt. Platz! Kommen Sie, wir gehen. Sonst macht er uns Mäntli. Schnell, Frau Arnold! Hallo, Herr Eschlimann. Oh, im gleichen Look. Der Weibel, hä? Wo haben Sie Ihre Kleider? Im Schlafzimmer. Also los, hopp! Was ist denn los? Der Teufel, gleich! Danke dir vielmal! Und keine Sorge, der Doktor muss unser Haus natürlich sofort verlassen. Reden wir nicht mehr davon. Das ist das Leben. Ja, Sie nehmen das wirklich alles sehr gelassen. Stimmt! Ich weiß noch nicht, kommt das vom Champis oder von der Tablette? Tablette? Gegen den böse, böse Heupflüssel. Ich bin zurückgekommen. Mein Heuschnuppen. Ich bin heiß geworden. Fieber vielleicht? Haben die Tabletten nicht geholfen? Tabletten? Du bist doch da gewesen, hast es geholt. Bin ich? Ja. Also,
Ich meine, wäre doch möglich. Oder? Wie kommst du auf das? Wie? Ja, ich habe gesehen, dass Tabletten in meinem Bad sind und da habe ich angenommen, dass du. Richtig, habe ich ganz vergessen. Ich bin nicht lange da gewesen. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Im Badzimmer? Nein, wieso? Oh, nur so. Fein, fein. Eben, Hauptsache, dein Heuschnuppen ist weg. Ein halb Dutzend Amphetamintabletten, das ist der Trick. Amphetamin? Antihistamin. Zum Glück. Sagst du dann einen Aufbau spielen und du wärst ziemlich über. Was ist das? Was? Ja, was ist denn das? Das ist eigentlich noch von der Probe. Probe? Ja, wir machen so eine Art Show im Bundeshaus. Also Cabaret, intern, in der Kommission, kommissionsintern. Und Wipper Schlupf spielt Marilyn Monroe. Und der Guschmann macht den Elton John. Nein, die habe ich gekauft auf dem Weg. Wegen meinem Heuschnuppen. Muss immer nüssen vom Grillenlicht. Das war die einzige, die es gehabt. Wie wär's mit einem Güppli? Super Idee. Lass mich, Schatz. Mach du dich parat. Für mich. Rudi, jetzt wird's am Nachmittag. Oh, jetzt, wo wir schon mal beide da sind. Bitte gehen Sie, Frau Arnold. Sobald ich meine Perücke und meine Sonnenbrille wieder habe. Ich gehe nicht ohne Tarnung. Wir brauchen alle eine Tarnung, wenn der Herr Langenegger herausfindet, dass seine Frau mein Weiber ist. Das war für mich und für ihn. Bis ruhig! Meine Frau ist da. Im Negligé! Bitte machen Sie ihr nichts. Was redest du eigentlich für einen Stuss? Bin froh, wenn sie mir nichts macht. Entweder sind es Tabletten oder er ist wirklich so doof, wie die Linke behauptet. Es ist alles okay, Rudi. Wir treffen uns ein anderes Mal. Du bist so süß und so vernünftig. Ich muss nur noch meine Perücke und meine Sonnenbrille finden und schon bin ich weg. Wunderbar. Oh nein! Was ist? Was ist? Ja, das Zeug ist da hin. Ja, aber ohne. Ist viel zu gefährlich. Ohne? Vor allem wegen der Monika Bocker. Ja, hätte ich auch sollen mitmachen. Psst! Schick mir den Restlmann schnell rüber. Sie sollen über meine Sachen holen. Also von der Monika Brucker haben sie mir nichts gesagt. Natürlich nicht. Wenn ich dir erzählt hätte, dass sie da im Hotel wohnt, auf dem gleichen Stock. Heitere Fahne! Ja, reg dich nicht auf, die kennt die ja gar nicht. Aber ich kenne die. Wenn sie herausfinden, was sie alles so treiben, können sie froh sein, wenn sie ihre parlamentarische Immunität nicht verlieren. Ach was? Ich habe sie gewarnt. Meine Frau macht mir im Moment mehr Sorgen. Komm sofort rüber. Ich lasse die Türen bald offen. Perücken und Sonnenbrille lege ich auf den Tisch. Aber ich bin halber Blut. Alle meine Sachen sind bei Ihnen im Badzimmer. Ja, das kommt davon, wenn man mit einem Weibel rummacht. Brassiere ein bisschen. Wenn der Moritz erfährt, dass ich etwas mit dem Langenegger habe, fliege ich garantiert. Na was? Der Leuenberger soll nicht so tun. Ist schließlich Verkehrsminister. Rudi? Ist etwas in Ordnung? Nein, alles wunderbar. Komm, Schatz, ab auf die Achterbahn. Einsteigen, Platz nehmen bitte. Es dauert nur einen Moment, Schatz! Ich wollte gerade es bitte nicht stören, den Flieh raushacken. Du gehst ins Bett! Du aber auch! Nein, ich mache einen kleinen Marsch, um meine Kräfte mobilisieren! Kurt! Ah!
getroffen. Timi, lass das Treffen verschieben. Rudi ist zurückgekommen. Ja, ich bin. Nein. Ja. Und wo ist er? Er hat einen kleinen Marsch gemacht. Kurt! Mit einer blonden Perücke. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich meine, komisch. Also, wenn er mit einer Perücke ist, spazieren, dann nehme ich die Sonnenbrille. Hier? Ich will nicht, dass mich jemand kennt. Es tut mir wirklich leid wegen heute Nachmittag, Kurt. Aber am besten gehen Sie jetzt sofort auf Ihre Seite. Oh. Nein. Grüezi. Das ist Frau Ständerätin Monika Brucker. Grüezi, Frau Zucker. Brucker. Und das ist der Dr. Weihnachten? Nein. Der Dr. Weihnachten ist unser Hausarzt. Gell, Herr Doktor? Er hat mich gerade untersucht. Hoffentlich nicht ernst. Nein, nein. Immer wenn ich zu Bern bin, lasse ich mich hier durchchecken. Gell, Herr Doktor? Hm. Wo haben Sie Ihre Praxis? Am Bärengraben. Am Bärengraben zu Davos. Kennen Sie? Nein. Ziemlich weite Anreise. Ja, so ist er halt. Er ist ein alter Freund von der Familie. Meine Mama kommt von Davos. Wir haben ihn irgendwas wie ein Gerd. Ein altes Erbstück gewissermaßen. Ja, dann wollte ich nicht länger stören. Ich sehe Sie vielleicht in der Lobby. Auf jeden Fall. Nett, Sie kennengelernt zu haben, Dr. Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Weitere Fahne! Ich glaube, wir waren ziemlich gut. Jetzt wird sie noch eine zweite Meinung hören. Yes? Ich glaube nicht, sie ist den ganzen Nachmittag in Betrieb. Schnell! Der Rudi! Warum hast du mir die Türen vor der Nase zugehauen? Ich dachte, du fängst das lustig. Mich hat fast einen Schlag getroffen. Sorry! Ich dachte, du wärst ein bisschen marschieren. Ja, wollte ich auch! Ich bin zurückgekommen wegen der Sonnenbrille. Sonnenbrille? Das ist schon ein paar Hell auf dem Gang. Hast du sie neben gesehen? Ja. Super. Ich habe sie zum Fenster gerührt. Was? Wieso? Es war mir gerade so. Ah ja. Aber nimm doch meine. Sie liegt auf dem Nachttisch. Danke, Schatz. Schnell. Fragst du mich irgendwann wieder mal, ob ich will an Weihnachten sein? Natürlich. 2078. So ist viel besser. Du machst aber nicht lang, gell? Nein, woher auch? Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt wie heute. Ich überhaupt noch nie. Wo haben Sie ja gesteckt? Bis dahin, der Scheisse. Aschlima, wo zum Teufel hast du eigentlich gesteckt? Ich gebe mein Best für alle. Das ist ja gut. Da hast du. Ja, weißt du, die her? Vom Eschlima? Jetzt will er sich doch zum Fenster rausgeht. Ja, das ist jetzt lustig. Ich wollte zum Hotel aus, wenn ich zurück ins Bundeshaus strecken, meine Hand aus, um zu schauen, ob sich ein bisschen fisselt. Und dann landet der Frau Arnold in die Sonnenbrille. Bist doch ruhig. Liebste, es ist besser, du gehst jetzt.
jetzt? Ich hole nur noch schnell meine Perücke. Rudolf! Oh Gott! Hallo Monika! Was machst denn du da? Ja, ich wohne doch da im Hotel. Ja, aber im Zimmer nebendran. Ja, ich bin da zu Besuch. Zu Besuch? Das ist das Zimmer von meinem Privat. Hallo. Willst du Frau Brucker nicht Grüezi sagen? Grüezi. So, jetzt lang jetzt aber. No. Das ist mein privater Hausarzt und Seelendoktor. Seelendoktor? Ja, sind Sie auch Psychiater? Halbe. Und Urolog. Habe ich mir lange nicht gerade eine jährliche Generaluntersuchung gemacht. Hat eine kleine Spritze bekommen, darum ist er jetzt noch nicht ganz. Ah, Sie sind auch der Arzt vom Herrn Langenegger, nicht nur von... Ja, ich habe einen Haufen Patienten bei sehr viel beschäftigten Doktor. Gadu! Ja, ja, und ich bin sehr zufrieden mit dem Herrn Langenegger, seiner Konstitution. Ja. Danke übrigens noch für Ihre Urinprobe. Vielleicht würde ich entschuldigen, ich glaube, ich sollte meinen Zug auf den Bus noch verwünschen. So, ich bin fertig. Sie können den Blutdruck später messen, Schwester. Und nehmen Sie doch die Schutzbrille wieder ab, ich bin mit der Bestrahlung fertig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich störe. Herr Doktor. Ja. Mein Terminkalender ist ziemlich voll. Er hat heute noch ein paar Operationen am Inselspital. Inselspital? Hat meint sie die Praxis in Davos? So ist es. Praktizieren im Bündnerland. Operieren in der Bundeshauptstadt. Jedes Ding aus im Örtli. Adi, adi, adi. Winke, winke. Was zum Teufel spielst du da eigentlich? Spielen? Du bist mir doch gar nicht als Tochter Weihnachten vorgestellt worden. Nein. Ha! Gib mir meistens mal 5 Minuten zum Auschecken. Dann kannst du gehen. Okay. Wie lange ist dein Mann am Skifahren? 10 Tage. Gut. Du kommst morgen ein Telefon über mit Infos für ein neues Hotelarrangement. Er macht das. Nein, er macht das nicht. Herr Eschlimann. Sie können ja Ihre Weibel mitnehmen. Vielleicht kommen wir dann Gruppenrabatt über. Du checkst jetzt als Tochter Weihnachten aus. Und dann endlich zurück ins Bundeshaus. Ich nehme an, Sie kommen mit, jetzt, wo das Meeting Arnold gestrichen ist. Nein, schlimm. Ich habe heute Nachmittag ein anderes Meeting. Mit meiner Frau. Im Bett. Heitere Fahne. Entschuldigung. Sie. Ich weiterhole Champagner und ausstellen. Wir sind alle fertig. Sie jetzt 6 Kaffee? Ja. Sie 6 Fiak lange Nägel? Ja. Schweizermann, alle sehen gleich aus. Sie haben es mal interessant, Herr Doktor. Ja, in Davos ist eine Epidemie ausgebrochen. Oh, dir wünsche ich? Die Rechnung bitte Weihnachten, weiter 650. Schon parat, Herr Doktor. Und wo ist Frau Weihnachten? Die wird noch behandelt. Also, sie kommt gerade. Es war sehr ein angenehmer Aufenthalt bei Ihnen. Dankeschön. Total erholsam, hat mir recht gut da. Es freut uns, das zu hören. Und nicht einmal teuer. Zahlen bar. Wie Sie wünschen.
Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Wohnt bei Ihnen ein Herr Weihnachten? Ja, allerdings. Dr. Weihnachten? Das ist der Dr. Weihnachten. Cool. Ich habe Ihre Message bekommen. Message? Ja, eh. Ist nicht von mir, ganz sicher nicht. Briefpapier von dem Hotel, oder? Telefon Außenbetrieb Netzstörung. Kommen Sie sofort ins Hotel Bernerhof, Suite 650, Dr. Weihnachten. Woher haben Sie das? Sie haben es mir doch geschickt. Innen! Ich bin der Edward Arnold. Arnold! Junkerengasse 17. Ah! Ein reiner Zufall, dass mich die Message überhaupt erreicht hat. Ich war nämlich eigentlich an Bord, in der Dolomiten. Und gestern, Sie glauben es nicht, ich wollte vor dem Chillen noch geschwind ein 360 probieren und da verstauche ich mir einen blödsinnigen Knöchel. Heute Morgen bin ich zurückgekommen, finde Ihre Message und schon bin ich da. Sie haben mich doch gesehen, oder? Ja, wenn Sie Arnold heißen. Ja, voll, voll, voll. Obwohl, es anschaut nicht, an wer sich die Message genau richtet. Message. Über den Herr oder die Frau Arnold? Nicht? Nur Arnold. Nur Arnold! Ein bisschen blöd, oder? Ja, sau blöd! Aber Sie haben es ja geschrieben. Hey, ich habe es geschrieben! Ja, dann wissen Sie auch, ob es für mich ist oder für meine Frau. Für Sie, nicht für Ihre Frau. Ich kenne Ihre Frau nicht einmal. Kennen Sie seine Frau? Wie haben Sie gesagt, heisst Ihre Frau? Arnold. Nadine Arnold. Nadine Arnold! Ja, heitere Fahne! Was ist eigentlich passiert? Ja, das kommt von dem Teppich da. Blattert. Rümpf. Da schauen Sie. Dann wird sich noch mal jemand den Hals brechen. Es tut mir außerordentlich leid. Ja, ist schon okay. Es war nur ein bisschen plötzlich. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich ausgerutscht bin. Ist nicht wirklich Ihre Woche, hä? Stimmt. Also, Sie sollten wirklich rutschfeste Teppich verlegen lassen. Lassen Sie, Herr Dr. Weihnachten. Sie dürfen mir Sammy Klaus. Sammy Klaus? Sammy Klaus, ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn ich würde wissen, warum Sie mich wollen sehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es geht um einen Job, oder? Job? Ja. Was machen Sie so? Ich meine, was machen Sie am liebsten? Theater. Oder Film, Fernsehen. Ja, Rezeption. Egal was, hauptsächlich ich kann es tun. Ich bin noch nicht so lange im Geschäft. Ah, Sie sind Schauspieler? Darum haben Sie mich doch gesehen. Ja, natürlich! Ihre Frau? Wappen! Ja, heitere Fahne! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Das sind die Rümpfe. Überall Rümpfe. Wo du hin schaust? Ein hoher Rumpfhaufen. Wo sind Sie abgeblieben? Ihre Frau will mit Ihnen reden. Also ich meine die mit den Blonden und der Gruppe, wo ich gerade... Ah ja! Auf den Anruf habe ich schon gewartet, hallo Schatz. Ja, das ist der Sammy Klaus. So wie der Doktor. Ja, das war eine Überraschung, gell? Ja, dich hat sicher jeden Schlag. Ja, mich auch. Aber ich glaube, wir können jetzt die Hilfe vom Nationalrat ganz gut brauchen. Ja, ich weiss, dass du das nicht kannst. Aber ich kann das verdammt gut. Wenn Sie mich jetzt vielleicht geschwind würden, entschuldigen. Zu viel Rümpf. Viel zu viel Rümpf. Da schauen Sie, standen an, was hier rumgeht. Die Rümpf. Wenn einer dammige Hose hat, dann kann er wohl nicht Rümpf. So kann er tanzen, wie er will. Es gibt ihm keine Ria. Ria.
Tja, ich meine, wir müssen ja nichts überstürzen. Wir sind bis um 5 Uhr für unsere Champagner wird warm. Danke. Warum lachst du? Nicht. Ich sollte kein Champagner mehr trinken. Ist das nicht gut? Und ab! Hallo? Kurt? Die Kurt! Alles in Ordnung? Oh nein! Was ist? Psst. Wo bist du denn jetzt? Was? Wo ist man? Psst. Ja, was machst du denn wieder da oben? Wo oben? Psst. Ach komm, Aschli, Mann. So schlimm ist das doch nicht. Oh Gott! Was ist passiert? Bleib, wo bist du? Ich komme so schnell ich kann. Was ist denn los, um Himmels Willen? Kurt hat sich da für dumme Sache eingeladen. Hat er? Ja, eine ziemlich peinliche Geschichte. Soll ich mitkommen? Nein! Es ist noch jemand anderes involviert. Ah ja? Ja. Wer? Tja, also. Ich hatte das eigentlich nicht sagen. Aber der Kurt hat eine Affäre. So? Ja. Mit einem jungen Schwulen! Das hat ja, gell? Aber es kommt noch schlimmer. Ah ja? Er heisst Teddy und ist Weiber im Bundeshaus. Aber ich verstehe nicht ganz. Ich hätte es auch nie gedacht. Aber wo wir vorgesehen sind, hat er mit seinem Teddy unsere Suite nochmal gemacht. So? Hat sie unser Badzimmer verwünscht? Nein! Gegangen jetzt und kümmere mich um die beiden. Wo sind sie denn jetzt? Das Mitte nebenan. Und was genau ist das Problem? Was? Ein Selbstmordversuch. Ah, gut. Was? Nicht der Kurt. Der Teddy hat will zum AB-Feister rausgekommen. Das muss doch ein Missverständnis sein. Offensichtlich. Der Teddy hat den Kurt verwünscht, als er mit dem chinesischen Keller geschmuset hat. Sicher immer noch drinnen. Der meint doch, sie hätten eine Rolle für ihn. Er hofft immer noch auf seine grosse Chance. Der Herr Langenecker kann mir erklären, wieso der private Sekretär von einem Nationalrat so tut, wie wenn er Allgemeinpraktiker wäre und einen arbeitslosen Schauspieler zum Vorsprechen einlädt. Nadine, du armes Mädchen! Du hast sicher einen riesen Schreck bekommen, was du im Markt gesehen hast. Herr Langenecker! Ich muss zu dem Hotel aus, Sie müssen zurück zu Ihrer Frau und der Ashley Mann muss mein Mann loswerden. Psst, hä? Genau. Und wenn Silvia etwas erwähnen sollte, der Teddy ist zum Feist rausgekumpelt. Wie? Weil du mit dem chinesischen Kellner geschmuset hast. Was? Entschuldigung. Der Sorridor! Sie jetzt da. Und das sehen Sie ja. Ganz ruhig, Rudi Schatz. Sie jetzt. Schau, Satz. Raus! Selbst seit 56 Zecken aus. Verschwind! Sind nicht so mit mir das Blege. Ich bin dir das Blege, wie ich wolle. Ich mit mir wäre der bei der Lektion. Nein, bitte nicht. Er ist ein bisschen aufgeregt. Ja. Allerdings, ich dir gebe 2x50 Stutz. Und du mich lassen jetzt endlich in Ruhe. Was ich mache? Du, in Gang. Ich nicht in Gang, ich huwang. Ganze Karateunterricht. Ich bin gerade vorbeigekommen, da kennen wir uns nicht. Nicht, dass ihr wisst. Danke dir vielmals, mein Lieben. Sie können jetzt gehen. Sie wirklich nur die Sätze. Natürlich, das ist doch Arnold. Eine Sekretärin im Departement Neuenberger. Sie hat einen Arzt gebraucht. Der Dr. Weihnachten? Ja, er ist auch Gynäkolog. Hat sie eine kleine Überraschung in petto? Ja, ja. Und was für eine? Hoffentlich hat sie auch einen Mann. Oh ja, und der wird dann erst überrascht sein. Ich nehme an, Sie begleiten Frau noch zum Taxistand, Herr Doktor. Ja, aber... Wer ist da? Der Hotel,
Sind Sie allein? Ja. Dann bleiben Sie es auch. Warten Sie sofort. Überlegen Sie den Direktor mir. Gehen Sie ruhig zu der Frau Arnold. Machen Sie den Schwangerschaftstest fertig. Wenn Sie je sollten auf Davos kommen, würde ich das gerne bei Ihnen machen. Herr Doktor Weihnachten, Sie haben vor... Herr Langenegger. Nächste mit dir, Bräutel Monika. Wir sehen uns in der Wandelhalle. Sowieso. Wenn es ein Bub wird, heisst der Bernerhof. Wo ist der Doktor Weihnachten? Er ist im Schlafzimmer und untersucht seine Frau. Machen Sie bitte die Türen auf. Kann nicht. Meine Frau ist blut. Und ich habe zu tun. Überlegen Sie den Verrückten mir. Also ich würde es außerordentlich begrüßen, wenn Sie wieder auf Ihr Zimmer zurückgehen. Ich habe mich wieder rausgeschlossen. Dann schließe ich Ihnen auf. Wunderbare Idee. Adi, Herr Doktor, ich gange jetzt. Und der Herr Hoteldirektor auch. Und wir sind jetzt dann gerade taub. Rudi, ist alles in Ordnung? Schatz, warum bist du ja nicht in unserem Zimmer geblieben? Ich habe mir Sorgen gemacht. Also, mir langt's. Kommen Sie sofort raus da. Hast du ihn nicht ganz verstanden? Ich bleibe da stehen, bis Sie die Türen aufgemacht haben. Hören wir mir noch nicht. Kommen Sie raus, oder ich hole den Sicherheitsdienst. Langsam sickert etwas durch. Oh. Machen Sie die Türen auf, oder ich schlage die Türen auf. Warum schreien Sie so? Ich bin froh, dass Sie endlich vernünftig geworden sind, Herr Doktor. Natürlich. Und wo ist die Frau Weihnachten? Auf dem Feistensims. Was? Wir haben wieder ein kleines Krächli gehabt. Oh nein! Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Schnell raus da! Ich bin eingeklemmt! Heiter Fahne! Der ist vorgegangen! Das geht nicht, kommen Sie, wir suchen den Fluchtweg! Warten Sie, die Tür auf! Komm! Und Sie rühren sich nicht vom Fleck. Ich kann ja gar nicht! Ah ja, blöd, ja. Einer von Ihnen lässt mir schon passen. Herr Doktor Weihnachten, ich frage nach der Rezeption. Und Sie beide bleiben bitte auf Ihrer Suite. Nein, geh du schon mal voraus, Schatz. Ich begleite den Herrn Direktor im Fall der Doktor Weihnachten, wie das sollte komisch werden. Sie verstehen? Komisch. Das ist ja ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier oben begegnet sind. Kein Bock mehr zum Donner warten. Aber ich habe gemeint, Sie wohnen auf dem Zimmer 650, Herr Doktor. Au. Das ist so eine Art Wartzimmer. Aber bitte sitzen Sie doch ab und entspannen Sie sich. Ich schaue unterdessen, ob in der Suite 650 alles parat ist. Oh, könnten Sie mir noch etwas für meine Rolle sagen, bevor Sie gehen? Kurt, was ums Himmels Willen? Oh. Das ist ein junger Freund von mir. Hallo. Er bleibt nicht lang. Sie? Mein Name ist Arnold. Edward Arnold. Meine Freunde sagen mir Teddy. Teddy? Ich glaube, wir können jetzt gehen, Teddy. Gut, gehen wir ein Zimmer weiter. Oh. Wenn Sie mich bitte entschuldigen. Nein, mach ich nicht. Macht sie nicht? Ja. Und ich habe gemeint, den Teddy gäb's gar nicht. Den hättest du einfach so aus dem Nirvana gekommen. Nein, ich komme aus den Dolomiten. Ich bin sprachlos, Kurt. Kurt? Meine Freunde sagen mir Kurt. Aber Sie heißen doch Sammy Klaus. Ja. Aber nur weil ich ein bisschen Schmutzli bin. Ich muss sagen, der Teddy hat sich ja schnell erholt. Erholt?
Ich habe von ihrem Missglückssprung gehört. Ah, solange sie überlebt. Das ist nicht komisch. Also, es war ziemlich ein schwieriger Sprung gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Junger Mann, das Leben hat noch so viel für sie parat, wo sie sich darauf freuen können. Ja, klar. An der Weihnachten probiere ich es noch mal, zusammen mit ein paar Freunden. Nein! Bitte nicht! Komm, Teddy, wir gehen jetzt rüber und bringen es hinter uns. Kommt! Ich meine, es ist nicht alles so, wie es aussieht, Frau Langenecker. Wem sagst du das? Ich bin erschüttert. Erschüttert? Das ist noch gar nichts. Ich bin durchgeknüttert. Du! Hat wahrscheinlich eine Maus gefangen. Sie versteht jedes Wort, ich nehme sie überall mit hin. Schauen Sie, Herr Dr. Weihnachten. Kurt. Kurt. Ich will jetzt wirklich wissen, um was es eigentlich geht. Natürlich. Das ist doch eine Art Casting, oder? Ja. Es geht um eine sehr nette Rolle. In einem sehr netten Film, den ich produziere. Film? Ja, Film. Du fragst dich jetzt natürlich, wieso ein Doktor von Davos einen Film produziert. Ja, schon ein bisschen. Für den Bündner Ärzteverband. Klingt interessant. Jetzt hat sie noch mal eine gefangen. Ich glaube, das Casting machen wir am besten im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer? Ach, habe ich das nicht erzählt? Der ganze Film spielt im Bett. Im Bett? Es geht um ein junges Ehepaar und seine Schwierigkeiten im Bett. Moment mal, ist das ein Porno? Ein Porno? Er ist für Schulfernsehen. Und wie soll der Film denn heißen? Mal etwas anderes. Komischer Titel. Ja, soll ja ein komischer Film werden. Zieh dich ab und geh ins Bett. Versetz ja. Dich einmal in deine Rolle. Denkst all deine Probleme, die du hast mit deiner Frau. Und ich denke all Probleme, die ich habe mit der Frau auch von anderen. Silvia! Silvia! Es tut mir wahnsinnig leid, Frau Arnold. Ich komme da nie mehr raus. Psst! Jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir da rauskommen. So schlimm ist das doch nicht! Ich kann schließlich egal sein, was der Ashley mal privat so trinkt. Warte, ich bestell dir einen Kaffee. Er war immer so nett und zuvorkommend gewesen. Und hat ausgesehen, wie wenn er etwas brauchen würde. Das hat er jetzt offensichtlich überkommen. Ein Kaffee für 7,648. Nein, nicht 6 Tassli! Jetzt gefällt dir blöd ein Witz. Und dann hat er mir neues Gesicht gesagt, sie gehen über und bringen es hinter sich. Bringen Sie eine Flasche Cognac. So, ungern ich gerne störe, ich kann dafür sorgen, dass der Kurt und sein Gespusi das Haus verlässt, bevor der Hoteldirektor die Polizei kommt. Ich bin aber vorsichtig mit dem Teddy, gell? Der ist offensichtlich ein bisschen gestört. Wir planen erst Weihnachten zusammen mit ein paar Freunden. Massen-Selbstmord. Was soll das eigentlich? Oh. Wo ist der Kurt? Ja, das freut ich mich an, er hat mich einfach im Bett hocken. Dann sind Sie doch der Teddy. Ja. Sind Sie ein Freund von Kurt? Wir schaffen miteinander. Ah ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wegen dem Gleichen da sind. Nein, ganz sicher nicht. Ich weiß, warum Sie da sind. So? Oh ja! Der Kurt hat gesagt, es ging um mal etwas anderes. Gott!
Machen Sie das ja fort. Warum sind Sie denn plötzlich so aggressiv? Herr! Langlecker! Sie haben sicher auch mal ein bisschen abgefangen, oder? Und der Film könnte sehr wichtig sein für mich. Was für ein Film? Der, den Kurt macht. Sie meinen aber nicht, der Kurt dreisätige Film. Darum bin ich doch da in langen Ecken. Gott! Langenecker, dann ist die da eine ihre Frau. Allerdings. Und sie war ziemlich erschüttert über sie und den Kurt. Wieso? Wollt sie auch mitmachen in dem Film? Nein, ganz sicher nicht! Heiter der Fahne! Heiter der Fahne! Ich weiß nicht, was ich soll sagen, Aschlimann. Aschlimann? Sie sind still, Sie pervertierte Weibel, Sie. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe genug gehört, Kurt. Du bist anscheinend eine richtige Porno-Queen. So, Sie können sich jetzt anlegen. Weiteri, weiteri, weiberi. Ich glaube, der hat den Ecken ab. Also bitte, Herr Arnold. Der Herr Langenecker hat heute schon sehr viel müssen durchmachen, Herr Arnold. Du musst dich nicht für mich entschuldigen. Arnold? Ja. Sie heißen Arnold. So ist es, Edward Arnold. Der Ehemann von der Nadine, gell, Teddy? Nadine ist mit einem schwulen Weibel verheiratet. Heitere Fahne! Wieso, Telly, meint er, ich sei ein schwuler Weibel? Weil das eine von der Rollen von meinem Film ist. Und der Herr Langenecker wird sie gern spielen. Ja. Er sagt der Politik Adieu und will Schauspieler werden. Und jetzt ist er stinkhässig, weil er meint, ich habe die Rolle vom schwulen Weibel dir angeboten, aber das habe ich nicht. Hey, nein, du bist ja der Ehemann. Vergessen Sie den schwulen Weibel, Sie haben die Rolle. Jetzt komme ich raus. Ja, da sind Sie gerade der Einzige. Wenn vielleicht schwind im Badzimmer würdest warten. Im Badzimmer? Ich würde jetzt gerne sehen, wie du in der Badwanne wirkst. Jetzt, wir sind ja wirklich unersättlich. Wer ist da? Der Hotel-Direktor! Der Hotel-Direktor! Herr Dr. Weihnachten, ich. Herr Langenecker. Guten Tag! Warum sind Sie immer da, wenn ich komme? Zufallsprinzip! Ja, da gibt es nichts zu lachen. Wer lacht? Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen wegen dem Wahnsinnigen da. Unter anderem. Hören Sie, es ist mir scheissegleich, was und wie es der Herr und Frau Weihnachten zu Davos oder im Lötschental treiben. Aber einfach nicht in meinem Hotel. Den Mann im Badzimmer eingesperrt. Schau wieder! Sitzen Sie sofort ab. Aber der Herr Langenecker... Abhocken! Ist etwa Zeit geworden? Das ist doch der junge Mann von vorher an der Rezeption. Das ist das zweite Mal, was mich eingesperrt haben. Und er ist der zweite Mann, den Sie eingesperrt haben. Rudi, was ums Himmels Willen ist eigentlich los? Nichts, Schatz. So, Sie sind ja immer noch da. Kurt. Ja, so ist es. Und ich wünschte, Sie sagen ihm Kurt. Er steht drauf, wenn man ihm Kurt sagt. Ich glaube, je weniger Sie sagen, desto besser. Was? Und nicht gegen mich? Wundert Sie das? Ja, allerdings. Der Einzige, der einen Grund hat, ihm aufzuziehen, ist Ihr Mann. Der Rudi? Aber jetzt, wo er den schwulen Weibel ja bekommen hat, sollte er eigentlich nicht mehr sein. Das ist die zweite, 650. Ich weiß das, aber niemand in 648. Flagge, wo sind alle? Antwort, in 650. Genial, Kompidier Konfuzius.
Und das sind die Magazine. Ich bin 2 Liter Kaffee und 1 Liter Cognac. Das sollte auch lange danken. Hoffentlich. Genug dafür Herr und Frau Langenegger, Dr. und Frau Weihnachten, Herr Oster, Teddy, Galli, Ludolf, Gold, Sammelnaus und Ludi Satz. 11 Leute, ganze Fußballmannschaft. Danke. Wer und das Liebe? Ich. Sehr gut. Bitte. Ludi Satz. Herr Langenecker! Keine Spiele mehr mit Sammelnaus? Magen Sie es ja nicht mit meinen Spiele verwickeln! Das wäre alles nicht passiert, wenn er sie nicht verwünscht hätte, wie Sie mit ihm umgeknutscht haben! Sind Sie alle weg, mal etwas anderes da? Ich glaube, ich könnte jetzt einen Kaffee brauchen. Herr Direktor, bitte! Hauen Sie es ab! Ich zu viel Blecke? Ja. Ich schweige? Ja. Dann ich blage Schweigegeld? Nein! Ah, Sie wollen vielleicht etwas Süßes zum Kaffee? Hey! Kaffee! Nichts Süßes! Entschuldigen Sie die Störung, aber ich probiere seit einer halben Stunde im Etagenservice anzuläuten. Brucker 649. Tut mir leid. 648 und 650. Ganze Tag Shop. Ich probiere verzweifelt, den Kaffee überzukommen. Ja, aber bitte! Herr Direktor! Also. Was ist denn das? Was macht er denn jetzt? Er spielt Chuchu-Bärtli. Das ist ein 5-Sterne-Hotel und kein Rangierbahn auch. Wer ist das unter dem Wagen? Das Zimmerbärtli. Nein, nein. Ich bin sicher, es war Frau Arnold. Wer? Nadine Arnold. Ein junges Tüpfchen aus dem Departement Leuenberger. Was? Auf Wiedergücksmonika! Moment mal! Servierwagen im Hotel Bernerhof. Der Kurt wird Ihnen alle kniffligen Fragen beantworten. Excuse, Herr Langenegger, ich habe keinen Ausgang gefunden. Kurt, bitte! So, los, rauskommen! Ah, genau, rauskommen! Ja, ja, rauskommen! Bitte! Ich habe nichts verbergen. Kurt! Arriba, arriba, andere, andere! Wo ist Frau Arnold? Frau wer? Meine Frau! Frau? Ja, bevor ich da unter dem Wagen von ihm umeinandergutschiert worden ist. Aber das sei ich. Ich mache wilde Fahrt mit Gur. Aber bitte nicht verraten, Direktor. Dolores, Lola muss unterstützen Familie. Mamá, Papá y 11 hermanos. Juana, Javier, Jimena, Gustavo, Consuelo, Rosa, Encanita, Paloma, Manuela, Gabriela, Carmela. Alle aus Venezuela! Prima! Ich glaube, wir schauen mich alle zusammen für einen Schumpel an. So hat jeder sein Bürdeli zu tragen. Silvia, alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung. Aber Schatz. Es hat sich ausgeschätzt. Ich weiss, was du heute Nachmittag gemacht hast. Ich auch. Ich habe die grösste Mühe gegeben, kurz zu helfen. Aus dem Schlamassel mit dem Teddy und der Lola. Und was ist mit dieser Frau? Welche Frau? Die mit den langen Haaren. Der langen was? Die, die kurz vor 10 Minuten zum Servierwagen ausgeschleicht hat. Ich habe es selber gesehen. Das war kurz seine Mutter. Frau Arnold ist es gewesen. Eben. Aha. Wer? Eine junge, hübsche Sekretärin aus dem Bundeshaus. Ich bin nicht blind. Das hätte eventuell noch geholfen. Was hast du deiner Verteidigung zu sagen, Kurt?
Frau Arnold hat sich nicht mit ihm getroffen, sondern mit dir. Kurz sagt der gute Silvia, dass du den Nachmittag hier mit der Frau Arnold verbracht hast. Zwecklos, guter Rudi. Ich weiss, wo der Kurt den Nachmittag verbracht hat. Wo? Ich glaube, ich gehe ein bisschen ablenken. Das Klassenzimmer ist besetzt. Lauke ich selber. Für mich und sexy Weibel aus Bundeshaus.